Heute wollen wir sie uns mal ganz genau anschauen, die unschönen makroökonomischen Daten, dafür aber die schöneren Börsendaten. Denn das ist ja das, was ich seit circa 2 Jahren sage. Wir werden den Zeitpunkt erleben, der liegt übrigens schon hinter uns, an dem sich die Börse und die makroökonomische Lage voneinander trennen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Börsen weiter nach oben laufen werden. Das ist das, was wir jetzt gerade eben sehen. Ja, wir sind alle Zeuge davon. Die letzten Zielzonen abgefangen, wir erleben massive Anstiege. Diese sind nicht zu leugnen, sie sind da. Gleichzeitig sehen wir, dass beispielsweise, das ist hier der Chart des Dow Jones Index, also des größten US-Indizes, wir sehen, dass sich hier eine ganz klare Spaltung ergibt zwischen dem, was der amerikanische Bürger sieht, makroökonomische Daten, der Inflation, der erwarteten, die wir jetzt haben. Wir gehen heute mal etwas tiefer rein. Ich zeige Ihnen unterschiedlichste Charts. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Wenn wir uns gleich mal die aktuellen Zahlen anschauen wollen, die jetzt gestern reingekommen sind, und zwar die Inflationszahlen, was wir ja wirklich immer sehen, was die Erwartung ist und was jetzt wirklich rauskam. Kobayashi Letter kann ich empfehlen bei Twitter. Breaking October PPI Inflation, also PPI ist Producer Price Index, auf Deutsch der Erzeugerpreisindex, ist auf 1,3% gefallen und die Erwartungen waren bei 1,9%. Das heißt, wir sind deutlich stärker gefallen als eigentlich erwartet. Grundsätzlich für die Börse ein positives Zeichen. Dann haben wir Core PPI Inflation. Diese ist auf 2,4% gefallen, below expectation of 2.7%. Also auch sehr positiv. This is the first drop in PPA inflation in 4 months. Also der erste Abfall in 4 Monaten. Meiner Meinung nach ist das ein Zeichen, dass die substanziellen Anhebungen der Federal Reserve, die massiv, und das schauen wir jetzt gleich, die für massive Probleme geführt haben unter den amerikanischen Bürgern, in Deutschland natürlich auch, aber da ist es die EZB, dass die jedoch, was die Auswirkungen auf die Inflation angeht, durchaus Wirkung zeigt. Und jetzt schauen wir uns aber mal den Schaden an, den das Ganze hinterlassen hat, bevor wir uns die Charts anschauen. Was ist der Schaden? Da schauen wir uns mal hier an. Savings are low relative to income. Was wir hier sehen können, ist, dass hier durchgehend durch die 40er Jahre bis in die 80er Jahre hinein das durchschnittliche Savingsaufkommen eines amerikanischen Bürgers, also das, was er von seinem Gehalt im Durchschnitt zurücklegen konnte, bei ungefähr 10% lag. Und dann Anfang der 80er Jahre fielen wir hier wirklich raus und es fiel rein. Wir kamen trotzdem noch mal kurz zurück. Wir kamen dann auch Ende der 90er noch mal kurz zurück. Aber man kann hier den Trend schon ganz klar sehen. Was man hier in grauen Balken übrigens sieht, sind Recessions, also Rezessionen. Und was man jetzt aber sehen kann, ist, dass wir aktuell wieder eine Contraction haben. Das heißt, wir fallen hier unter Null bei den Savings. Das heißt, der durchschnittliche amerikanische Bürger ist nicht nur mehr in der Lage, kein Vermögen anzusammeln, sondern er greift auf die Substanz zurück. Das heißt, er nimmt mehr als er hat, er fällt hier ins Minus. Eine weitere Auswirkung sind Credit Card Delinquencies are rising fast. Das heißt, die Kreditkartenausfälle, ja, das heißt, dass Leute ihre Kreditkartenschulden nicht mehr bedienen können, sind jetzt am höchsten Level seit 1991. Das sieht man auch hier, ein massiver Anstieg aktuell. Wir hatten ja erst die Situation, dass es hier stark runtergefallen ist, Corona, die Leute hatten mehr zu sparen, alles wunderbar, dann haben sie auch viel investiert und jetzt sehen wir hier einen ganz, ganz scharfen Anstieg. Und was man ja auch wissen muss, in den USA sind aktuell die Kreditkartenzinsen bei 20% angelangt. Das heißt also, wenn Sie ins Minus gehen, und das ist ja das, was man bei einer Kreditkarte macht, wenn Sie Kreditkartenschulden aufnehmen, dann werden die aktuell mit 20% verzinst. Ja, also da hat wahrscheinlich die Mafia in den 60er und 70er Jahren niedrigere Zinsen verlangt. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, hier bei Credit Card Debt in the USA, das heißt also die Gesamtkreditkartenschulden insgesamt, die sind jetzt bei over 1 Trillion. 1 Trillion sind eine Billion auf Deutsch, das ist die US-Trillion, ist die Billionen in Deutsch, also 1000 Milliarden. Ja, was kann man hier sehen? In den letzten 10 Jahren haben die sich nochmal verdoppelt, also auch hier
die Verschuldung der Bürger ist unglaublich hoch. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Zinsanhebungen, die rapiden Schritte der Zinsanhebung zum einen zwar dafür gesorgt haben, dass die Inflation wieder runterkommt, zum anderen aber dafür gesorgt haben, dass die Verschuldung der Amerikaner massiv zunimmt. Und zwar in so einem Level, dass man erstens, was Mortgages angeht, also man sich die Zinsen auf die eigenen Hausfinanzierungen nicht mehr leisten kann. Das können wir uns jetzt hier im nächsten Chart anschauen, um mal herauszufinden, was für Schulden sind das denn eigentlich, die Amerikaner aktuell haben. Ja? Total US Consumer Debt, also die gesamten US-Konsumentenschulden. Und da sieht man zum einen Student Loan, ist ja eine Spezialität der Amerikaner, dass wenn einer in die Uni geht, muss er massiv zahlen. Er ist also schon gleich in seiner Studenten, in seiner Schulzeit ist er schon gleich verschuldet und kommt mit dieser Grundverschuldung in die Arbeitswelt raus und ist dann die ganze Zeit in diesem Hamsterrad, seine Schulden abzubezahlen. Fairerweise, bei meiner ganzen Kritik hier an Deutschland muss man hier ganz klar sagen, was diese Thematik angeht, freie Möglichkeiten zu studieren. Frei ist natürlich auch relativ, wir zahlen immens hohe Steuern darauf, aber man hat hier die Möglichkeit, quasi durchs Schulsystem zu gehen, im öffentlichen Schulsystem und ist da auch in der Lage, quasi durch die ganze Schulzeit zu gehen, ohne jetzt größere Schulden aufnehmen zu müssen. So, bei den Amerikanern ist das sehr stark angestiegen. Dann haben wir Credit Card, das ist direkt dahinter auch starker Anstieg der Kreditkartenschulden, die hatte ich Ihnen ja gerade schon gezeigt. Auto Loan, also Autoverschuldung, um die Finanzierung auf das geleaste oder finanzierte Fahrzeug zurückzubezahlen. Home Equity Line of Credit und Mortgage. Und Mortgage, sieht man hier, ist gigantisch. Also die Zinsen auf die Finanzierungen, die man auf die eigenen oder auf Investmentobjekte hat, sind massiv angestiegen, noch deutlich höher als in Europa. Und das drückt jetzt ganz massiv auf das Portemonnaie, auf die schon ohnehin geringe Sparsumme der Amerikaner, die, wie wir ja hier schon zu Anfang gezeigt haben, hier weiter jetzt unter Null fällt. Ja, und das sind definitiv keine guten Zustände. Das heißt aber auch ganz klar, wer nichts hat, fällt aus dem Hamsterrad unten raus und kämpft eigentlich nur noch irgendwie, aktuell könnte man sagen, um sein finanzielles Überleben. Und die anderen Leute, welche Liquidität haben, die können an der Börse nach wie vor viel Geld verdienen. Denn wenn wir uns jetzt hier was Positives anschauen, ich hatte es in diesem Video mit jetzt über 170.000 Abonnenten schon gezeigt, da bin ich ja auf den Indikator von Martin Zweig eingegangen, der sogenannte Zweig Breath Trust Indikator, ZBT, der seit 1945 insgesamt nur 17 Signale ausgebaut hat, also in 78 Jahren 17 Signale. Nach jedem einzelnen Signal, ich möchte nur noch mal ganz kurz darauf eingehen. Ja, hier haben wir a rare bullish signal just triggered. Ja. Since World War II, Zweig Breath Trust Indikator, 17 Signale auf 6 und 12 Monatsbasis hat es im S&P 500. Das ist der Referenzindex, zu welchem diese Signale ausgebaut werden. Das letzte Mal war hier am 3.11., also den 3. November, ist nicht lange her, da hatte ich direkt dann dazu das Video gemacht, hatten wir das nächste Signal, das ausgebaut wurde. Und insgesamt gibt es hier auf 12 Monatsbasis bei allen Signalen kein einziges Mal, wo nachdem das Signal gekommen ist, es in den nächsten darauf folgenden 12 Monaten ein Minus im S&P 500 gab. Wir hatten hier mal eher einen schwächeren Anstieg insgesamt. Also wenn man das anschaut, hier im Jahr 2004, da waren es danach nur 7% Anstieg. Wir hatten hier aber auch schon deutlich stärkere. Beispielsweise hier 1982, da waren es danach 44,7% Anstieg. Oder hier im Jahr 2009, direkt nach der Subprime, also der US-Hypothekenkrise, da hatten wir im Anschluss an das Signal knapp 47% Anstieg. So, und jetzt schauen wir uns mal den großen Index Dow Jones an. Was ist hier passiert? Wir hatten hier eine Kaufzone hinterlegt. Das ist ja das, was wir in der täglichen Analyse machen. Wir hinterlegen Kaufzonen für diese Werte, in denen man dann Positionen hinterlegen kann. Wer sich grundsätzlich dafür interessiert, ganz simpel, Sie gehen auf unsere Homepage www.hkcmanagement.de. Da gehen Sie hier auf unsere Charts, schauen sich das Ganze an. Hier wird alles ganz genau erklärt, was sind diese Zielzonen, Kaufzonen, wo setzt man den Trade, wo geht man rein, also wo setzt man seine eigene Position, um die täglichen Analysen hier möglichst profitabel umzusetzen. Das wollte ich nur mal sagen, da kann man sich selbst hier kostenlos bilden in dieser Sache, dauert ungefähr 20 Minuten, dann hat man es durchgelesen. Vielleicht sollte ich das auch noch ganz kurz vorab sagen, für die Leute, welche jetzt gerade dran denken, ich muss mir das jetzt unbedingt holen. Warten Sie noch ganz kurz, Black Friday steht um die Ecke, da werden wir was machen. Also gehen wir zurück zum aktuellen Chart. Situation hier, Dow Jones 1, das ist hier auf 144-Minuten-Basis. Wir sind jetzt hier rausgekommen, ganz massiv, haben in den letzten Tagen auch nochmal massiv zugenommen. Es ist jetzt
nahe des Tiefs innerhalb der letzten 19 Tage haben wir hier 2482 Punkte zugenommen oder 7,61%. Wir gehen davon aus, dass wir folgende Zählung haben. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir kommen hier hoch, bauen hier den Fünfteiler aus, schließen den ab. Dann gibt es zwei Szenarien. Das Bullischere wäre, wir bauen hier nur eine kurze Gegenbewegung aus in der Welle 4. Dann würden wir wahrscheinlich, wenn es danach aussieht, Folgendes machen. Hier nochmal eine weitere Zielzone hinterlegen und sagen, man nutzt den Bereich, die Trendwende, um hier weitere Positionen einzugehen. Und dann würden wir im Anschluss genau hier diesen großen Widerstandsbereich, das Zwischenhoch von damals, das war vom, ist es korrekt, 15. September, ja, vom 15. September bei 35.357 Punkten ausbauen. Oder aber wir kommen hier nochmal stärker zurück. Das muss man einfach mal beobachten jetzt. Und das würde heißen, dass wir das Alt 1, also für Alternative 1, das Szenario aktuell noch bei 36% Wahrscheinlichkeit haben. Und dann haben wir hier bereits, hier sollten wir die 33.900 Punkte unterschreiten, haben wir eine weitere Kauf-, also Zielzone hinterlegt. Da sieht man genau mit genauen Angaben für den Kauf 61,8er Fibonacci bei 33.511 Punkten. Innerhalb dieses Bereiches kann man kaufen. Den Stop setzen wir immer 1% unter der Unterkante. Das heißt also, Unterkante anvisieren, 1% rechnen. So, und dann sind wir exakt bei minus 327 Punkten, die man von den 32.735 abzieht. Und dann habe ich genau den Punkt für den Stop. Wenn ich hier einen Tipp mitgeben darf, ich würde das natürlich unter das bisherige Tief setzen bei 32.409. Also einfach noch ein paar Punkte weiter unten. Hier drunter und dann habe ich nämlich hier nochmal einen Unterstützungsbereich, der mir hilft. Das aber erst sollten wir in diesen Bereich hier reinfallen, also das alternative Szenario ausbauen. Wenn es das primäre Szenario wird, müssen wir noch abwarten, wie hoch wir hier in der 3 kommen, um dann hier diese Zielzone einzubauen. Also ganz klar, wir treiben immer das Spielchen. Erst wenn der Markt in unsere Zielzone reinkommt, hinterlegen wir eine Position, warten aber, bis der Markt uns das klare Zeichen gibt, dass es hier einen Einstieg gibt. Und auch das möchte ich hier langfristig natürlich noch zeigen. Oder vielleicht mal grundsätzlich, was könnte noch für ein Worst-Case-Szenario passieren? Das ist das hier, dass wir eine Alt-B ausbauen und dann hier nochmal ein neues Tief ausbauen. Ein neues Tief, also hier drunter fallen. Das ist unser Worst-Case-Szenario. Und trotzdem, um hier ganz klar mich zu positionieren, erwarten wir nicht, dass die Oktober-Tiefs, die wir hier im Dow Jones ausgebaut haben, im Nasdaq ausgebaut haben, im S&P 500 ausgebaut haben, dass die unterschritten werden. Ja? Davon gehen wir nicht aus. Wir gehen in jedem Fall davon aus, dass selbst wenn wir hier nochmal etwas tiefer kommen, dass diese Tiefstände bisher halten und wir also ins nächste Jahr klar weiter bullische Szenarien ausbauen. Ich habe mich auch gestern hier ganz klar positioniert. Wir bleiben hier weiter bullish. Langfristig, um das am Ende noch kurz zu zeigen, unser langfristiger Ausblick für den Dow Jones Industrial Index ist dieser Bereich hier oben zwischen dem 61,8er Fibonacci, das ist der goldene Schnitt bei 40.000 und 47.000. Das ist jetzt noch zu früh, um hier schon ein sehr präziseres, genaues Ziel zu geben, aber das ist der Bereich, an dem auch wir dann vorsichtiger werden. Und das hatte ich ja schon gesagt. Wir sind hier keine Dauerbullen. Wir gehen davon aus, dass wenn diese Bereiche erreicht sind, das könnte im Jahr 2024 erreicht werden, könnte aber auch sein, dass wir noch bis ins Jahr 2025 brauchen, denn kein Markt ist eine Einbahnstraße. Bedeutet, der steigt hier nicht so hoch und knallt dann runter, sondern der wird sich nach oben bewegen, dann kann es sein, er baut hier mal wieder eine längere Korrektur aus, die 3-4 Monate braucht, dann geht er wieder hier, dann baut er ein All-Time-High aus, korrigiert wieder runter, geht weiter. Also das kann sich auf der zeitlichen Ebene durchaus noch länger ziehen. Aber wenn wir mal hier reinkommen, dann sind wir selber auch sehr, sehr vorsichtig, denn im Anschluss erwarten wir ganz klar, wenn dieser lange Bullenmarkt mal zu Ende geht, erwarten wir in der übergeordneten Multijahres-2 durchaus eine Halbierung der Märkte. Das wäre dann ein wirklich riesiger Crash, eine große Korrektur, die sich wahrscheinlich auch mehrjährig dann ausspielen würde. Also, um mich hier klar zu positionieren, wir sind unmittelbar und mittelfristig auf Sicht des nächsten Jahres noch durchaus bullisch, bis unsere Ziele hier oben erreicht werden. Dann werden wir sehr vorsichtig werden und dann denken wir auch nach, unsere gesammelten Aktien, die wir eingekauft haben, in den Aktienpaketen US Titans, Tech 33, aber auch in DAX zu verkaufen und uns dann auch möglicherweise short zu positionieren. So, ich hoffe, das Ganze hat einen Mehrwert gegeben. Heute mal auch ein makroökonomischer Blick. Lasst in dem Video gerne einen Like da und einen Kommentar. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis bald.